So, willkommen zurück bei Ghostbusters. Ich kaufe mal kurz die Sprengstahlrückschlagminimierung in der Hoffnung, dass wir so einen minimierten Rückschlag haben. Bei unserem Sprengstahl. Bügel? Klasse 6, kinetische Animatoren. Mehrere Kontakte. Ergreif ihn und erledige ihn, Sub! Interessant. Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? So, alle Konzentration auf ihn. Pass auf! Über dir! Hinter dir! Und in die Falle. In die Falle. Alles andere ist unwichtig. Nimm das mit zurück ins Grab. Hör dich! Hoch mit die Ärmel. Oh. Ihr seid kein Ding. Euch kann man einfach runterschmettern. Noch einer? Wo bist du? Okay, orientieren. Lauf, 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 lauf. Wo ist der Hauptgeist? Wo ist der Suche? Da ist er. Lauf! Nur keine Aufregung. Es gibt mehrere von euch. Hey, hier drüben, ein bisschen Hilfe, ja? Hilfe? Ja, bin gleich da, Freund. Das gibt einen blauen Fleck. Hey, hier drüben. Ja. So wird das gemacht. Hoch. Ich bin getroffen. Was bist du? Ich brauche Hilfe. Weil ich Fuß kenne. Hab ich. Danke. Jetzt bleib hier, Freund. Gut gemacht, Kumpel. Und in die Falle. In die große, mega, super Ektor 1 Falle. Weg mit dir. Hey, Peter, komm hoch. Ein bisschen Hilfe? Ja, Hilfe? Bin da. Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo hatten. Und ich dachte, der Weg durch Manhattan könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Hey, kurz durch die Gasse ab. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder Egan, Ray oder Winston. Ich habe allmählich genug von dieser Marshmallow-Parade. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Einverstanden? Einverstanden. Gespenstisch und frühlingsfrisch? Klingt gut. Ein Waschsalon in New York. Ein verfluchter Wasch. Du machst Scherze. Besessene Waschmaschinen? Das ist neu, stimmt. Aber nicht so ungewöhnlich eigentlich. Okay. Da geht's weiter und hier hat irgendwer rumgeschleimt. Schleim, Schleim, Schleim. Eine große Frühstücksdose. In der Taubenwand. Galens verzauberte Dose. 1940. Der weltbekannte Magier Angelo Giuliano hatte einen älteren Bruder namens
Ronald, keine Ahnung, der sogar noch talentierter als Angelo gewesen sein soll. Ronald konnte allerdings nicht gut mit Publikum umgehen und so arbeitete er als Bauarbeiter, wenn er keine regelmäßigen Bühnenauftritte bekam. Level Times Square. Geister, Bauarbeitgeister. Wolkenkratzer und Brückenbauarbeiter, tapfere Seelen, deren Leben seit dem Aufkommen der Skyline von Manhattan bei furchtbaren Unfällen endete. Sie sind aus großer Höhe abgestürzt, wurden von herumschwingenden Stahl zerquetscht, tranken im Bottichen voll trockenem Beton und wurden von kochendem Teer verbrüht. Die Stadt ist auf den Knochen dieser Opfer von Unfällen am Bau erbaut. Jetzt haben sie neue Karrieren als Abrissarbeiter begonnen. Dam, 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 da, dam. Küchengolem, Landstreichergeist. Es gibt Dinge, die wir uns später anschauen werden. Doch zuerst trinken wir mal ein. Das sieht nach unserer Chance aus. Der Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronowerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween. Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir noch raus. Ach, rechtsklick, Bosonenpfeile. Bosonenpfeile dürften hier richtig sein. Okay. Ihr Jungs solltet vielleicht zurückbleiben. Photon-Torpedos. Zurück, genau. Juhu! Hab ich noch Augenbrauen? Wie immer. Ich sagte weit zurück! Gut gemacht. Feine Sache, Kumpel. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Ging nochmal zum Supersperrer. Der Hund hat das Memo gefressen. Das ist ein Prototyp, Peter. Erinnerst du dich an dein Memo, dass du zu viele Memos über Prototypen bekommst? Ja, ich habe das Memo geschrieben. Wir haben einen hocherweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kerl zu rösten? Okay. Potenziell möglich. Aber unsere Begegnungen mit interdimensionalen Gottheiten waren bisher nur marginal. Es wäre also angeraten, mit Fehleinschätzungen zu rechnen. Da braucht jemand einen Geisterjäger. Flasche in einer braunen Papiertüte. Die Flasche mit Hustensaft wird niemals leer. 13 Jenkins, Mitternachtsgurgel, 1944. Die legendäre, bodenlose Buddel von 13 Jenkins, einen unverbesserlichen, berüchtigten Landstreicher, der in den 30ern und 40er Jahren auf Frachtzügen durch Lande fuhr. Die Legende besagt, dass er Speedy Jenkins genannt wurde, bevor er etwas, das ihm sehr lieb und teuer war, gegen eine Flasche Hustensaft eintauschte, die niemals leer wurde. Okay. Für so einen großen Kerl ist er verdammt leichtfüßig. Dem sollte man ein Glöckchen umhängen. Mein Reden. Es tut mir leid, du langweilst mich einfach zu... Bewegst du dich mal bitte? Gewöhnlich aussehendes Verkehrshütchen, das nicht stillstehen will. Ich hatte gesagt, es lohnt sich immer irgendwo zu gucken. Falsche Richtung. Ja, ich komme ja schon. Hindenburg, die Oper? Wurde die Show nicht abgesetzt, als die Bühne Feuer fing und die Besetzung das Zeitliche segnete? Ich hab die Kritiken gelesen. Ach, du liebe Menschheit. Ich musste das sagen. Das stimmt. Skrupellose Produzenten. Die haben letzte Woche wieder eröffnet. Hier prasselt es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Mach einen vollständigen Scan.
Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Yep. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte. Nicht anfassen. Dachte ich mir doch. Schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von Ektoplasma. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egon und ich haben noch keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht. Mit anderen Worten, die Flecken gehen niemals raus. Verdammt. Hey! Pass ja auf! Hä? Ach du Kacke. Pass auf! Die dicke Dame singt! Mann, ist die aber fertig. Wie eine Opernsängerin, und zwar eine richtig dicke. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen? Dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem völligen Mädchen aus. Bei einem Blind Date. Und ihr Typen fangt immer wieder davon an. Verdammt, wir fliegen von Portal zu Portal. Und welche ist welche? Bleib hier, Mann, du dicke Trulle. Da warst du schon ganz richtig. Pass auf! Über dir! Deckung suchen! Nein, Dicke suchen. Und zwar da rein. Und weg. Eine ist es noch. Wo ist sie? Dort. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Jetzt stehen, dicke Lady. Noch mehr von denen! Nein, die Dicke ist wichtig. Scheiße. Ja, genau. Ach. Pass auf, über dir! Scheiße, sie schreit mich Mist. An. Genau die ist weg. So geht's. Kühlen und die dicke Lady. Hallo. Hey! Ja, verdammt! Okay. Hinter dir! Es sind noch mehr. Hey, hier drüben! Okay, immer mit der Ruhe. Oh. Ich bin erledigt. Das sind wir alle. Ja, nimm bitte mal. Mach dir bitte mal das Ding aus. Da sind die Jungs. Hey, hier drüben. Ein bisschen. Hm, ich hasse Opern. Hier prasselt es. An diesem Ort muss irgendetwas wirklich übel sein. Können wir das überspringen? Mach einen vollständigen... Können wir nicht. Scan. Gute Idee. Wir sollten uns vermutlich mal umsehen. Das heißt wohl, wir sind hier nicht allein. Yep. Das sind ungewöhnliche Flussmuster. Stopp, warte. Nicht anfassen. Dachte ich mir doch. Schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim ist eine gefährliche Form von Ektoplasma. Giftig für Körper und Seele. Sehr gefährlich. Egon und ich haben noch keine Kleidung oder Stiefel entwickelt, die gegen die negativen psychokinetischen Effekte dieses Zeugs schützen. Also Vorsicht. Mit anderen Worten, die Flecken gehen niemals raus. Hey! Pass ja auf! Wo ist sie hin? Pass auf, die dicke Dame singt. Mann, ist die aber fertig. Wie eine Opernsängerin, und zwar eine richtig dicke. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen? Dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem völligen Mädchen aus. Bei einem Blind Date. Und ihr Typen fangt immer wieder davon an. Abkühlen. Dicke Lady, hab dich. In die Falle. Aufgelutscht. Wow. Ich
jetzt gerade keine Zeit für dich. Noch mehr von denen. Verdummt. Egal, ob wir diesen Kampf überstehen werden, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.